Und darf man überhaupt Rollstuhlfahrer sagen? Weil ich habe gehört, es ist eher korrekt zu sagen Menschen im Rollstuhl. Man darf auf jeden Fall Rollstuhlfahrer sagen. Hallo, wir sind's, Max und Jakob von den besten Freundinnen. Hallo. Wie siehst du das? Wir hatten ja schon mal kurz in einem Podcast darüber geredet. Darf man über Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Witze machen? Darf man mit den Witze machen? Ich glaube, man sollte sogar. Man muss sogar. Ist das so? Ich denke schon, man sollte sie inkludieren. Paula hat uns geschrieben und Paula sitzt selber im Rollstuhl. Und ich glaube, die ist eine gute Person, die wir fragen können. Hallo, Paula. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema, Paula? Und wie alt bist du erstmal? Und von wo aus meldest du dich? Ich bin 22. Ich melde mich aus Essen. Nice. Und mein Thema ist, ich habe eure Folge gehört, in der ihr über Rollstuhlfahrer und ob das okay ist, darüber Witze zu machen, gehört. Und darüber wollen wir jetzt so ein bisschen reden und Berührungsängste gegenüber Rollstuhlfahrern und so weiter. Ich sehe es gerade nicht. Unsere Frage im Podcast war ja, ob es okay ist, über Rollstuhlfahrer Witze zu machen, weil unsere Annahme war, dass wenn man das nicht tut, wie über alle anderen Menschen auch, dass das exkludierend ist, also dass wir eher versuchen, inklusiv zu leben und dass das ganz oft Menschen entscheiden für andere Menschen und vor allem Menschen entscheiden, die nicht im Rollstuhl sitzen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wir können es gerade nicht sehen, sitzt du im Rollstuhl? Ja, sitze ich. By the way, du bist die erste Frau, bei der mir bicolores Haar gefällt. Nice Frisur. Sonst hatte ich da bisher nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Aber irgendwie ist es eine ganz geile Mischung. Vor allem auch mit dem Gelb, muss man sagen. Ne? Wie unsere Masken, passt irgendwie gut zusammen. Das matcht richtig gut. Ja. Vielleicht ganz kurz für uns, was hast du denn? Ich habe eine Muskelschwäche, also spinale Muskelatrophie heißt das. Das heißt, ich kann mich bewegen, theoretisch, aber praktisch habe ich nicht die Kraft dafür. Und das nimmt immer weiter ab, deine Muskelkraft oder die Anzahl an Muskeln, die du hast wahrscheinlich, ne? Genau, also ich also es ist eine progressive Krankheit. Ich konnte früher stehen und auch ein bisschen laufen. Das habe ich dann aber eben nur als Partytrick an Weihnachten gemacht, um der Familie einmal zu zeigen, dass ich auch stehen kann. Und mittlerweile geht das. Wie hoch ist deine Lebenserwartung? Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Meinen Eltern wurde gesagt 20. Das habe ich geschafft. Jawohl. Das wird auch noch ein paar Jahre so weitergehen. Mir geht es gesundheitlich ganz gut. Von daher ist das nicht so safe zu sagen. Ist das bei dir Thema und präsent, dass du denkst, okay, weil ich habe mal mit einer Person länger gesprochen, der hat mir gesagt, die wird höchstens 16 oder 17. Und ich habe mit ihr gesprochen, da war sie 36. Wow. Und da habe ich mich gefragt, ist es jedes Jahr präsent gewesen bei dir, dass du eigentlich schon 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre länger lebst, als dir das die Ärzte gesagt haben? Ist das präsent bei dir? Gar nicht. Also ganz lange war mir das gar nicht bewusst, dass im Endeffekt meine Lebenserwartung gar nicht so hoch ist wie jetzt bei jedem anderen. Das ist irgendwie auch nie so richtig Thema gewesen bei mir in der Familie. So, da wurde nicht viel drüber geredet. Und ich denke da gar nicht so viel drüber nach, weil es halt eben sehr ungewiss ist. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal eine Lungenentzündung kriege und das dann irgendwie ganz schlecht verläuft. Es kann aber auch sein, dass ich 60 werde und mein Leben entspannt zu Ende lebe. So. Also es ist ganz ungewiss und deshalb mache ich mir da gar nicht so einen großen Kopf. Nehme einfach jeden Tag, wie er kommt. Das ist sehr gut. Wir sprechen ja heute wegen einem Thema, nämlich wir hatten es im Podcast mal besprochen und als Aufruf, wie ist der Umgang mit Menschen im Rollstuhl? Darf man darüber Witze machen? Muss man mit ihnen lachen? Darf man darüber lachen? Und genau dazu haben wir aufgerufen und da hattest du dich gemeldet, was ich sehr, sehr geil fand, weil oftmals sprechen ja Menschen über Menschen und nicht mit Menschen und vor allem geben Menschen uns Regularien, die selber gar nicht im Rollstuhl sitzen und darum dachten wir, es wäre doch am geilsten, wenn das Menschen im Rollstuhl für sich selber entscheiden, ganz selbstständig so, wie das eigentlich normal sein sollte und deswegen ist es cool, dass du dich zum Thema meldest. Was sind denn deine Erfahrungen, Paula, die du gemacht hast als Rollstuhlfahrerin, wo sagst du, wünschst du dir mehr Inklusion? Also manche Menschen haben ja wahrscheinlich Berührungsängste, ne? Ich würde mir einfach allgemein mehr Offenheit wünschen, dass man einfach auf Menschen mit Behinderung oder Rollstuhlfahrer halt zugeht und da irgendwie so ein bisschen einfach guckt, was sich ergibt und nicht immer so übervorsichtig ist. Das habe ich schon öfters gehört von Menschen im Rollstuhl, dass sie von anderen oftmals behandelt werden wie ein rohes Ei.
und dass man damit dem anderen Menschen nicht so richtig auf Augenhöhe begegnet, sondern so, darf ich? Und die andere Sache, die ich öfters gehört habe, war, ich weiß nicht, was los ist, dass andere so gleich an die Griffe hinten anfassen und sagen, okay, ich übernehme jetzt hier die Kontrolle und schieb dich mal irgendwo rein. Passiert dir das manchmal? Ich meine, du hast ja einen elektrischen, da braucht man nirgendwo anfassen, ne? Genau, das passiert bei mir tatsächlich sehr selten, weil ich halt eben ja einen elektrischen Rollstuhl habe, aber es ist trotzdem so, dass Leute sehr oft sehr voreilig helfen wollen und dann irgendwie, wenn ich an einem Bürgersteig Probleme habe oder sowas, immer direkt ankommen und gar nicht so richtig fragen, ob ich Hilfe brauche, sondern einfach direkt sich schon unterbeugen, um mich da hochzuziehen oder so. Und das ist tatsächlich gar nicht nötig. Wenn ich Hilfe brauche, spreche ich. Also auch davon ausgehen, dass du Hilfe brauchst, also ohne zu fragen, sondern hey, ich bin da, ich helfe Ihnen rein. Jeden Tag eine gute Tat, das war keine. Immer erwartet, dass ich selber eigentlich gar nicht klarkommen kann. Und was sagst du da? Hände weg, ich fahre hier einen Einmann-Tesla. Okay, wie sieht's mit dem Humor aus? Weil das hatten wir uns gefragt. Darf man über Rollstuhlfahrer Witze machen, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt? Du kannst ja eigentlich auch nicht für die gesamte Nation der rollstuhlfahrenden Menschen sprechen. Und darf man überhaupt Rollstuhlfahrer sagen? Weil ich habe gehört, es ist eher korrekt zu sagen Menschen im Rollstuhl. Darf man Rollstuhlfahrer sagen, aus deiner Sicht? Man darf auf jeden Fall Rollstuhlfahrer sagen. Okay. Ich finde es, ehrlich gesagt, so ein bisschen übertrieben, dann zu sagen, Mensch im Rollstuhl, weil man redet ja trotzdem über die Person, über den Fahrer. Mhm. Wenn man jetzt nur sagen würde, ja, der Rollstuhl, das wäre uncool, passiert auch immer wieder, aber... Habe ich in der U-Bahn gehört. Der Rollstuhl wird aus der Tür raus! Ja, in Bahn passiert das tatsächlich immer. Wobei er da wahrscheinlich wirklich nur den Rollstuhl meint. Der Mensch kann bitte mitfahren, der Rollstuhl wieder aus der Tür raus. Okay, gibt es Sachen, wo du sagst, da hört das auf, da sind die Witze nicht mehr lustig? Hast du so eine Witze schon gehört eigentlich? Also ich kann gar nicht so richtig sagen, ab wann genau quasi die Grenze überschritten ist. Das ist immer so sehr situationsabhängig und auch so ein bisschen davon abhängig, wie gut ich die Person kenne, die den Witz macht. Also wenn es meine Freunde sind, dann bin ich da sehr entspannt und die können eigentlich ja so viel Witze machen, wie sie wollen. Die wissen im Endeffekt, wann ich zu viel finde. Aber es ist halt schwer zu sagen, dann ist der Punkt überschritten. Man muss halt einfach gucken, dass man ein bisschen respektvoll dabei bleibt. Du sagst es gerade, ne? Gute Freunde von dir kennen die Grenze und die dürfen sich auch viel erlauben und du lässt da auch, sag ich mal, viel zu und bist für viel bereit. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, dem wurde eine Niere gespendet und da hat sich auch das lange bei mir, da hat es auch lange bei mir gebraucht, bis ich mit ihm da auf so eine Ebene gekommen bin, dass ich mir auch einfach dumme Sprüche erlaubt habe oder so im Alltag, wenn wir irgendwie abends Alkohol trinken waren. Hey, du nicht. Du nicht. Oder so eine blöden Witze, die man sich sonst vorher vielleicht erstmal auch gar nicht machen sollte, ne? Mit so einer Person, weil man erstmal gucken muss, auch inwieweit darf man diese Grenze überschreiten. Aber dieses Thema Freundschaft ist auch da, glaube ich, sehr wichtig, dass man irgendwann auch einen Rahmen geschaffen hat, wo man bestimmte Dinge auch einfach darf. Also ich finde, es ist extrem wichtig, trotz allem Humor immer noch zu gucken, wann überschreitet man eine Grenze und wann darf man sie inkludieren. Und trotzdem ist es eben wichtig, eben sie nicht zu exkludieren im Humor. Und darüber habe ich mich mit ihm auch unterhalten und er meinte, alles ist in Ordnung und vieles kann er auch verstehen, aber auf der anderen Seite muss es natürlich auch immer auch im Kontext sein und passen. Ich glaube, was mein Gefühl dazu ist, was ich entwickelt habe, ist, dass es wie bei Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, ist es genauso am Ende. Da gibt es ja auch irgendwann eine Überschreitung von der Grenze, wo du denkst, ey, du machst gerade krass auf meine Kosten deine Witze und es geht eigentlich nur um die eigene Aufwertung und nicht darum, gemeinsam zu lachen. Und ich glaube, wenn diese Grenze überschritten ist, dann ist es egal, ob man im Rollstuhl sitzt, ob man ein Mensch ist, der eine Behinderung hat, ob man ein Mensch ist, der eine Behinderung hat, die nicht so sichtbar ist, weil am Ende haben wir alle irgendwelche Behinderungen. Ich glaube, da ist irgendwo die Grenze. Oder wie ist das für dich, Paula? Ja, das sehe ich tatsächlich eigentlich auch so. Man muss halt individuell gucken. So, jeder ist anders, jeder hat da irgendwie auch ein anderes Empfinden. Ich bin zum Beispiel eher selbstironisch und ich finde Witze auch länger ein bisschen witzig. Es gibt aber auch Leute, die einfach mehr Probleme damit haben und denen das vielleicht schwerer fällt, darüber zu reden auch einfach. Und da muss man halt einfach auf die Person so ein bisschen eingehen und auf die Situation. Wie ist das eigentlich, wenn du Männer kennenlernst? Merkst du, dass es da Männer mit Berührungsängsten gibt, dass da zögerlich drauf reagiert wird? Oder würdest du sagen, das ist überhaupt gar kein Thema für dich? Doch, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schwieriges Thema sogar, weil einfach viele Leute sehr
selbst wenn sie ja so an sich jetzt gar nicht so ja das Thema gar nicht so schwierig finden, dann aber sagen, okay, aber bei einer Beziehung ist das dann doch was anderes, so da möchte ich das dann nicht. Und da wird dann oft sehr verklemmt auf die Situation eingegangen oder mir werden auch sehr schnell sehr persönliche Fragen gestellt und dann bin ich so ein bisschen, ja, das, also werde ich da so ein bisschen ausgepackt und dann ist aber das Interesse auch wieder weg. Also da ist es schon schwierig, Leute zu finden, die sehr offen damit umgehen. Also sie sind eigentlich ein bisschen grenzüberschreitend, fragen dich dann so, wie es läuft, auch das im Bett und so, und dann ist das Interesse wieder abgeflaut. Genau, das ist tatsächlich sehr häufig so. Hätte ich jetzt tatsächlich anders eingeschätzt. Gehst du in Clubs und in Bars oder was sind so deine Kontexte, wo du andere Menschen kennenlernst? Also ich gehe gar nicht so oft in Clubs oder Bars, aber das ist einfach, weil ich da das persönlich einfach nicht so diese cool finde. Ich habe da nicht so Spaß dran. Wir auch nicht. Ich gehe dafür aber super viel auf Konzerte. Ach, cool. Okay. Ja, das ist, ich finde das auch ein geilerer Ort, ja, um Menschen kennenzulernen, weil man schon mal eine Sache hat, nämlich man teilt den gleichen, ja, Musikgeschmack, das ist schon mal viel wert. Es gibt eigentlich nichts Stressigeres, als wenn ein potenzieller Partner was hört, was man überhaupt nicht leiden kann. Weil es verbindet einen natürlich überhaupt nicht. Man macht einen Roadtrip und dann hört der eine die eine Mucke und der andere sagt, eigentlich vermiest du mir gerade meine ganze Erfahrung, weil die falsche Musik läuft. Oder muss ich die ganze Zeit streiten, wer Vorrang hat? Ja. Und welche Musik man jetzt hören darf. In der Partnerschaft, wie würdest du dir wünschen, dass ein Mann auf dich zugeht? Also, wenn du jemanden kennenlernst, was wäre da dein Wunsch? Also, einerseits halt, ja, offen dafür, weil natürlich sind manche Dinge mit mir ein bisschen komplizierter oder einfach anders so, aber dass man da einfach, ja, offen ist und ja, nicht zu viele Vorurteile direkt auspackt, sondern einfach, ja, Interesse an mir als Person zeigt und danach kann man ja immer noch gucken, wenn es irgendwie wirklich weiterführen soll, ja, wie das denn ist mit der Behinderung, wie das zusammenpasst. Manche Sachen sind ja auch nur in der Vorstellung kompliziert und da bist du wahrscheinlich sehr selbstständig und andere Sachen sind tatsächlich, wo du sagst, ey, wenn du in einer Partnerschaft lebst, da wäre es cool, wenn dein Partner dir morgens dabei hilft oder was auch immer. Also, was ist es bei dir? Also, ja, komplizierter ist vielleicht auch ein falscher Begriff dafür. Das ist halt, manche Sachen sind bei mir anders. Bei mir sind halt zum Beispiel alleine immer Leute da, die halt, also ich habe Assistenten, die 24 Stunden da sind. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken, dass man sich Privatsphäre und Zeit zu Zeit halt irgendwie einräumt und inwiefern, also da muss man halt auch immer schauen, inwiefern man möchte, dass der Partner einem irgendwie hilft bei bestimmten Dingen oder nicht. Also man muss halt einfach sehr viel kommunizieren und schauen, wie man was am besten macht, dass es für alle Beteiligten halt gut ist. Das heißt, deine Assistenten sind 24 Stunden da, die schlafen dann im Nachbarraum oder wie machst du das? Genau, ich habe ein extra Zimmer für meine Assistenten und da halten die sich dann auch auf, wenn ich jetzt halt mal irgendwie meine Ruhe haben möchte oder halt einfach nur zu Hause bin, aber es ist halt immer jemand da, der mir helfen kann. Und sobald die Kamera aus ist, bist du wirklich so ein richtiger Despot. So. Jetzt bringt mir meine Cola rein, sonst vergesse ich mich. Ihr seid hier und wir seid meine Bediensteten. Ich hab mal noch eine ganz andere Frage in dem Zusammenhang. Und zwar war ich letztens mit meinen Kindern am Flughafen und dort war auch eine Person im Rollstuhl und meine Tochter hat mich gefragt, was denn das ist, also genauso brutal, was ist denn das und was hat denn die Person? Und ich habe mich extrem schwer getan, meiner Tochter auf kindlicher Ebene verständlich zu machen, was da los ist. Also wie ich hier diese Person oder diese Behinderung oder was auch immer sie hat, erklären kann. Hast du einen Tipp dafür, wie man das am besten auf kindlicher Ebene oder wie sich das vielleicht auch ein Behinderter wünschen würde oder eine Person im Rollstuhl, wie ich einem Kind, wie es die Eltern dem Kind erklären? Ich finde es halt immer ganz schwierig, wenn die Eltern das dann so als etwas sehr, sehr Negatives darstellen, immer so irgendwie, ja, das darfst du nicht fragen. Das ist, da kannst du nicht drüber reden, weil das ist halt tatsächlich echt ein großes Problem, dass es halt als Tabuthema behandelt wird, was es aber eigentlich gar nicht ist. Das ist was super Normales. Behinderung gibt es in allen Orten und in allen Gesellschaftsschichten. Das ist überall verbreitet. Und da würde ich mir halt einfach tatsächlich wünschen, dass die Leute dann vielleicht auch mich mit einbeziehen, wenn ich gerade in der Situation irgendwie find ich ja, geil, mit dabei bin, dass man einfach vielleicht auch mich anspricht oder
wenn es gerade in der Situation nicht passt, einfach kurz erklären, hey, diese zum Beispiel, die kann nicht laufen. Also das heißt, du würdest auch, für dich wäre es auch okay, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter zu dir auf dich zukommen würde und fragen würde, hey, meine Tochter fragt mich gerade, was mit dir los ist, kannst du das ihr erklären? Wäre das für dich was, also das kann man jetzt nur individuell betrachten, nicht allgemein, aber für dich persönlich wäre das in Ordnung? Für mich persönlich wäre es in Ordnung. Natürlich gibt es auch Situationen, dann würde das jetzt vielleicht nicht so gut passen, aber an sich. Ja. Ach cool. Das mache ich mit Lilla auch immer, by the way. Ne? Immer wenn sie eine Frage hat, also zum Beispiel, warum klappert das bei dem Mann so in der Tüte und ich weiß, okay, er sammelt gerade Altglas, und warum hat er so eine rote Nase? Frag ihn bitte selber. Und das schickst du dann vor? Naja, ich gehe halt mit hin und nehme sie an die Hand und dann sage ich, ey, wenn du das wissen willst, musst du ihn fragen. Ah, cool. Und oftmals traut sie sich jetzt schon zu fragen, weil sie merkt, dass gar nichts passiert. Und das wäre jetzt auch mein Ansatz, mit ihr zusammen zu dir hinzugehen, aber sie selber fragen zu lassen. Mhm. Und manchmal macht man das ein bisschen niedrigschwelliger als Eltern, indem man sagt, hey, meine Tochter, die Kleine hier hat eine Frage. Mir wäre es unangenehm, die zu stellen, aber ich schicke die Kinder vor. Also unsere Behinderung als Gesellschaft ist, glaube ich, wie wir mit Behinderung umgehen. Mhm. Das ist quasi der blinde Fleck von uns, weil es da so viele, am Ende gibt es auch so viele Regularien mittlerweile, gefühlt von außen, wo sich ganz viele irritiert fühlen und wo der natürliche Umgang eher gehemmt anstatt verbessert wird. Also meine Mama, die war sehr lange für Menschen mit Behinderung beruflich tätig und sie hat immer gesagt, ey, wenn ich aufhöre, Witze darüber zu machen mit den Menschen und auch manchmal ohne die Menschen, das ist genau der Zeitpunkt, wo ich anfange, die zu explodieren und nicht zu integrieren. Und klar hat sie da ab und zu mal Gegenwind gekriegt und es war meistens von Menschen, die immer gesagt, ich könnte das nicht. Und dann denke ich mir, halt's Maul, dann mach halt einfach keinen Kommentar. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch genau deine Klappe halten, wenn es um andere Sachen geht. Genau, was wir vorhin auch hatten, darf man Rollstuhlfahrer sagen oder muss es Person im Rollstuhl heißen? In dem Moment, wo man sich da so sehr drüber Gedanken macht und das immer wieder debattiert, entsteht auch bei mir sofort so ein Gefühl, oh Gott, was darf ich jetzt überhaupt noch sagen? Also natürlich muss man dann einen schmalen Grat finden zwischen was ist korrekt und was ist nicht korrekt, aber die ständigen Debatten darum führen eigentlich bei mir dazu, dass ich eher das Gefühl habe, ich darf eigentlich gar nichts mehr sagen und das führt dann eher zu noch mehr Distanz, was eigentlich schade ist am Ende. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Paula, vielen, vielen Dank, dass du dafür Aufklärung gesorgt hast. Und wenn du zu unserer Tour kommen möchtest, du gehst ja gerne zu Konzerten. Es gibt meistens ein Lied am Ende, aber das Ganze ist natürlich nicht so wirklich ein Konzert, vor allem nicht für die Ohren. Dann komm gerne. Ja, wir schreiben dich auf jeden Fall auf die Gästeliste. Kannst noch jemand mitbringen? Oder wenn du sagst, du möchtest so als Einzelperson kommen, kannst du natürlich auch gerne machen. Und dann kriegst du einen Ehrenplatz. Ja? Ja, sehr cool. Cool. Freue mich. Dankeschön, dass du dich gemeldet hast. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Weißt du, was ich gemerkt habe bei dir? Was denn? Dass du nicht wusstest, was du sagen musst. Ja. Menschen im Rollstuhl, Menschen, Rollstuhlfahrer. Also ich merke selber, dass es schon nicht so einfach ist, auch da eine Normalität zu leben, obwohl man das ja eigentlich tun sollte. Und ja, ich habe schon gemerkt, manche Sachen traue selbst ich mich dann auch nicht zu sagen. Ja, du hast mittlerweile einen Rollstuhl in deinem Kopf, der sich quergestellt hat und da kommen keine Wörter mehr durch. Ja, wenn ihr ein Thema habt, mit dem ihr uns gerne mal konfrontieren wollt, wo ihr vielleicht irgendwie was im Kopf habt, was euch quergestellt hat oder ihr sagt, das hat sich bei uns quergestellt, ihr wollt uns damit konfrontieren oder ist es irgendwas ganz anderes, was wir jetzt noch nicht vermuten, schreibt uns hier und dann reden wir darüber. Genau hier mit den besten Freundinnen bei 1Live.